machst du da? Ich gucke. Wo ist er? Was oder wen suchst du? Ihn! Er meldet sich nicht mehr. Er ist weg. Und dann neuer. Allein. Einfach so. Es lief so gut. Wirklich. Es lief richtig gut. Wir haben so viel Zeit miteinander verbracht und ja, und plötzlich aus irgendeinem Grund antwortet er nicht mehr auf meine Nachrichten. Er vertröstet mich, hat jetzt das zweite Date verschoben. Und wie lange hat er sich jetzt nicht gemeldet? Nach 3 Tagen? 4? Eine Woche? Naja, es geht jetzt schon seit 5 Tagen so, dass das auf einmal... Es war vorher alles ganz anders, weißt du? Vorher hat er sich jeden Tag gemeldet. Er hat mir morgens eine Nachricht geschickt, er hat mir abends eine Nachricht geschickt. Und das war schon so eine Routine. Und auf einmal, bam, kriege ich keine guten Morgen-Nachrichten mehr. Ich kriege keine guten Abend-Nachrichten mehr. Wenn ich ihn frage, wie sein Tag war, sagt er nur ganz kurz gut. Seine Sprachnachrichten sind auch nicht mehr so lang. Die gehen nicht mal mehr in eine Minute. Vorher waren es 3 oder 4. Innerhalb von 5 Tagen. Ja. Und vorher, wie oft hat er sich da gemeldet? Ja, wirklich, fast täglich. Haben wir einen regelmäßigen Austausch gehabt. Und dieser regelmäßige Austausch ist jetzt definitiv unterbrochen. Es ist nicht mehr regelmäßig. Es ist eher so sporadisch. Ja. Hast du ihn darauf angesprochen? Nein, natürlich noch nicht. Weil ich möchte erstmal selber herausfinden, was dahinter steckt, wenn sich jemand distanziert. Und das ist nämlich heute unser Thema. Sicherlich kennt ihr das, wenn ihr Single seid. Ich weiß nicht, wie ist denn das? Hat sich dein Partner auch schon mal distanziert? Ja, es gab. Doch, es gab auch schon Phasen. Und wie. Ich meine, gut, ihr wohnt ja zusammen. Wie verhält sich das dann? Da merkst du das einfach daran, wenn dein Partner plötzlich so ein bisschen abwesend, also auf Abstand geht, weniger Zeit hat, wenn das Verhalten sich ein bisschen verändert. Also das ist dann nicht mehr so wie vorher, dann ist er abweisender, irgendwie verschlossener und ja, er ist dann öfter... lange arbeiten, ich meine, abgesehen davon, er arbeitet eh viel, aber das war dann anders. Er ist dann halt, ich habe das Gefühl gehabt, so, da waren mehr Ausreden. Mit irgendwelchen Treffen und Verabredungen. Hast du ihn dann gefragt, was mit ihm los ist? Konnte er dir daraufhin eine Antwort geben? Am Anfang habe ich erstmal gedacht, naja, das ist eine Phase, das gibt sich wieder. Ne? Ja. Dann irgendwann hat mich das schon gestört und ich habe ihm das vorgeworfen. Du hast gar keine Zeit mehr und dann haben wir uns natürlich gestritten, weil es war nicht gerade so gut von mir, dass ich so reagiert habe. Also keine gewaltfreie Kommunikation, sondern von wegen, du hast keine Zeit mehr, ich bin nicht vernachlässigt, weil du... Ja, genau. Das war so eher Fingerpointing und Schuldgefühle einreden, das ist natürlich nicht gerade hilfreich. Es ist, sagen wir mal so, nicht lösungsorientiert. Nee, natürlich nicht. Wenn du hilfreich, um seine Emotionen loszuwerden, ja. Seine ganze Scheiße an jemanden anderen abzugeben, großartig. Aber um eine Lösung zu finden, nicht gut. Ja, damals war ich ja echt noch sehr jung und da gehst du ja nicht psychologisch vor, ne? Da haust du alles raus, deinen ganzen Frust. Sowieso, oh mein Gott, ich hab... Vielleicht erklärt das auch, dass ich Single bin, aber ich hab früher, ich war... eine kleine Drama-Queen und habe direkt dann einen auf gemacht und angebettelt und eigentlich so das volle Programm, was man wirklich nicht machen soll. Es geht eigentlich auch gar nicht so richtig darum, was man nicht machen soll, um dem Mann zu gefallen, sondern um sich vielleicht auch selbst zu gefallen. Weil ich muss auch sagen, immer wenn ich diese Drama-Queen hatte, war jetzt nicht gerade eine Persönlichkeit, auf die ich besonders stolz bin, weil die echt armselig war. Ja, das ist auch anstrengend für den anderen. Hilflos, ja. Gestresst, armselig, hysterisch. Ja, das volle Programm. Die große Frage, die sich ja immer stellt, wenn jemand sich distanziert, was ist da los? Was steckt dahinter? Und auch hier gibt es natürlich wieder eine wahnsinnig große Bandbreite an Gründen. Ja.
Und das eine ist zum Beispiel, dass es einfach unterbewusst passiert, dass da auch alte Beziehungsmuster ausgelöst werden. Also gerade während einer Kennenlernphase kann es wirklich immer passieren, dass wenn es richtig gut läuft und man fühlt, es fühlt sich auch richtig, richtig gut an, dass dann bei dem anderen ein altes Beziehungsmuster ausgelöst wird. Der hatte zum Beispiel mal eine Beziehung gehabt, wo er einfach für sich eingeengt sich gefühlt hat und dass er dann, weil es so eng ist, ebenfalls wieder Panik bekommt, dass das wieder so sein könnte. Das passiert, wie gesagt, unterbewusst. Er merkt es vielleicht sogar noch nicht einmal, was der Grund dafür ist, sondern er fühlt einfach nur, dass es sich für ihn gerade unangenehm anfühlt. Und wenn sich etwas unangenehm anfühlt, was machen wir? Wir gehen einen Schritt zurück. Ja, oder er bekommt halt eben auch einfach wieder den Drang, etwas für sich zu machen. Also es ist ja auch, wenn man sich kennenlernt, dass wenn man gerade sich wirklich täglich sieht, dass man dann andere Sachen natürlich vernachlässigt. Und irgendwann hat einer dann das Gefühl von wegen so, oh mein Gott, ich habe alles vernachlässigt, ich muss jetzt das erstmal wieder machen. Anderes wäre zum Beispiel auch Benching. Svenja liebt diese Dating-Phänomene. Oh, ich hasse das, ne? Also ich bin zu alt. Was meinst du, was Benching bedeutet? Weißt du was? Ich hab's dir extra nicht erklärt, damit wir das jetzt hier im Video, damit wir das im Video näher erleuchten können. Also man setzt sie ja auf die Reservebank, so wie beim Basketball. Da werden ja die Spieler auch immer ausgetauscht. Und vielleicht hat er dich jetzt auf die Bank gesetzt und einen anderen Ersatzspieler reingebracht. Oder sein Starspieler, das ist es halt eben. Man weiß es gerade während einer Kennenlernphase nicht. Und Benching ist natürlich dann wieder eine Sache, die auf Langzeit gesehen meistens nicht zum positiven Ende führt. Es gibt ja verschiedene Gründe dafür. Es kann ja auch einfach so sein, dass er sich vielleicht gerade auch nicht sicher über seine Gefühle ist. Und um sich da erstmal Klarheit zu verschaffen, geht er auch wieder auf Distanz. Oder aber er ist sich nicht sicher über seine Gefühle, möchte sich darüber erstmal im Klaren werden und möchte zusätzlich dich bzw. mich schützen, nicht noch mehr Gefühle zu investieren. Gerade der Schizophrene daran, jemand distanziert sich, um jemand anderen zu schützen. Wobei diese Distanz einfach so viele Gefühle in einen auslöst. Und gerade wenn das so, meistens passiert es halt so nach 2-4 Monaten. Also innerhalb dieser 2-4 Monate passiert es wirklich häufig, dass sich einer distanziert. Und dann ist natürlich auch mal die große Frage, jetzt haben wir geklärt, was bei demjenigen los war, aber was ist mit einem selber los? Passiert da in einem? Und also aus eigener Erfahrung sagen, immer aufgescheuchtes Huhn auf Entzug. Und zwar, ja, wenn dann das Handy zum Feind wird, man guckt die ganze Zeit und wartet darauf, dass derjenige sich meldet. Man verfängt sich immer mehr in so einem Gedankenkarussell. Gedanken kreisen eigentlich auch nur noch um diesen Menschen. Und dadurch bewegen wir uns auch direkt in so eine Abwärts-Negativspirale, bei der es dann auch wirklich schwer ist, dass man da irgendwie wieder rauskommt, weil halt wirklich die ganzen Gedanken sich nur noch um diese eine Person kreisen. Ja, hinzu kommt halt Konzentrationsschwierigkeiten, Nervosität, innere Unruhe. Ich sehe mich da noch so, manchmal früher bin ich in meiner Wohnung auf und ab gelaufen. Echt? Ja, wenn ich so richtig so, das war so eine innere Unruhe. Und man konnte sich auch nicht setzen, weil man war so richtig unter Strom. Und dann bin ich die ganze Zeit mit Handy in der Hand, bin ich die ganze Zeit in der Wohnung auf und abgelaufen, auf und abgelaufen. Wenn ich so mein Ich aus der Vergangenheit sehe, würde ich da einfach nur so daneben sitzen und denken so, oh, sagt das ihr doch mal, dass das nicht gut ist. Auf der anderen Seite ist Bewegung super bei innerer Unruhe. Deswegen ist es vielleicht sogar sinnvoller, man macht Sport, weil dadurch kann man so richtig gut auspowern. Ja, das ist, da schüttest du auch Endorphine, Glückshormone wieder aus. Du steuerst da so ein bisschen gegen, weil du bist ja gerade in der Negativspirale. Der Hormonhaushalt ist ja durcheinander, ist ja klar. Genau, die Cortisol, Dopamin, alles wird ausgeschüttet. Und wenn du auf Entzug bist, also auf Liebesentzug, dann fühlst du dich ja eher, als ob du kurz vorm Durchdrehen bist. Das ist aber ganz normal. Genau, weil das ist ja auch gerade die Ursache. Ne? Also ich meine, wir sind wirklich bei, gerade auch bei Liebeskummer, ist man wirklich auf Entzug. Also es ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass letztendlich die gleichen Hirnareale betroffen sind wie bei einem Drogenjunkie, der auf Entzug ist. Bewegung hilft wirklich extrem, diese innere Unruhe wegzubekommen und einfach auch seinen Hormonhaushalt wieder ein bisschen auszugleichen. Das ist einfach auch sehr, sehr wichtig, in so einer Zeit auf sich zu achten.
Je mehr man sich auf den Herrn fokussiert, der gerade mit Abwesenheit glänzt, ist es doch viel wichtiger, diese Zeit für sich zu nehmen. Immerhin nimmt er sich ja eine Auszeit und dann kann man sich sagen, gut, dann nehme ich mir jetzt auch meine Auszeit. Und deswegen sage ich immer, it's time to drink champagne and dance on the table. Tada! Oh, was ist das? Erdbeersekt, nicht Sekt. Das ist Tee. Ist gesund. Abwarten und Tee trinken. Mit Stil, weil Alkohol ist hier keine Lösung. Er nimmt sich eine Auszeit für sich und da könnt ihr die Zeit für euch nutzen, euch auch eine Auszeit zu nehmen. Und zwar, ihr habt sicherlich, gerade wenn man sich häufig getroffen hat, einige Dinge vernachlässigt. Hobbys, Familie, Freunde. Und dann solltet ihr wirklich die Zeit erstmal halt wieder mehr mit eurer Familie, Freunde nutzen. Einfach euren Kopf frei kriegen und nicht die ganze Zeit, dass eure Gedanken sich nur um den Mann oder die Frau drehen. Genau, vorher hattet ihr vielleicht den Fokus mehr auf ihn. Achtet darauf, dass der Fokus jetzt wieder mehr auf euch kommt. Weil je weniger Gedanken ihr euch um ihn macht, desto besser geht es euch und desto schneller könnt ihr auch wieder viel rationaler handeln. Überlege zum Beispiel, was brauchst du jetzt? Gerade wenn man im Liebeskummer ist, frustriert ist, depressiv, Wut in sich ist. Es sind ja verschiedene Emotionen, die man durchläuft. Und wenn man das dann richtig auspowert, ihr fühlt euch wirklich besser. Weil es werden ja die Glückshormone dabei ausgeschüttet. Und je mehr euch auspowert, umso glücklicher werdet ihr danach sein. Weil ihr seid dann... Es ist, als würdet ihr das alles rauslassen. Ich habe mal ein komplettes Badezimmer renoviert, als jemand sich distanziert hat. Das ist natürlich auch eine Maßnahme. Ihr könntet eure Wohnung verschönern. Denke ich heute noch dran, aber mittlerweile positiv. Weil ich mir wirklich sagen kann, ich habe aus Scheiße, also aus Negativität, etwas Positives kreiert. Und ja, ich habe mein komplettes Badezimmer renoviert. Ich habe die Fliesen neu gestrichen. Das waren die grünen Fliesen jetzt weiß. Ja, genau, damals. Das war wirklich, weil sich jemand distanziert hat und einfach um irgendwie einen klaren Kopf zu bekommen, bin ich im Baumarkt. Ich wollte das schon lange machen, deswegen habe ich dann einfach gesagt, alles klar, du fährst jetzt in den Baumarkt, kaufst alles ein und startest damit. Ideal, um Projekte anzugehen. Absolut. Und danach, ihr seid so stolz wie Bolle, ne, auf euch, dass ihr einfach auch, wie gesagt, das ist auch diese Wut, gibt einem so viel Energie, muss man auch dazu sagen. Und ihr könnt diese wütende Energie in etwas Positives umwandeln. Also es hilft wirklich, es ist nicht nur ein Spruch, also mir hat das auch schon oft geholfen, auch wenn ich zum Beispiel sauer auf meinen Freund mal war, jetzt nicht wegen Distanzieren, sondern wegen irgendwelche lapidaren Dinge. Das ist so, dann nutzt diese Energie und wandelt das echt in etwas Positives. Dann ärgert er dich nur, damit du hier renovierst. Genau, ja. Das kann sein. Ja, das Zimmer müsste eigentlich auch gestrichen. Nee, es darf er nie erfahren. Das darf er nie erfahren. Er wird das Video nie sehen. Genau. Ja, man könnte jetzt natürlich dem Herrn auch hinterherlaufen, warum man das gerade nicht machen soll. Dazu kommen wir jetzt, nämlich, hier ist der Herr. Stellt euch vor, das ist eine Waage. Hier ist der Herr, hier bist du. Und er ist ja auf der anderen Seite. Und wenn ihr, beziehungsweise du, ihm jetzt hinterherläufst, dann kommst du auf seine Seite. Und dann geht das hier runter, hier hinten geht es ganz hoch. Absolutes Ungleichgewicht. Und wenn man eine, gerade wenn man eine Beziehung, Partnerschaft auf Augenhöhe haben möchte, ist es schon wichtig, dass man im Balance bleibt. Also ich sage immer Melde-Ping-Pong-System. Und zwar, er meldet sich, du meldest dich. Er meldet sich, du meldest dich, du meldest dich. Er meldet sich. Und so, dass das ein Schlagabtausch ist, der letztendlich immer hin und her geht. Und nicht, er meldet sich nicht. Du meldest dich, du meldest dich, du meldest dich, du meldest dich, du meldest dich. Das führt noch in ein größeres Ungleichgewicht, weil ihr damit ihn auch noch mehr verschreckt. Also er versucht dann quasi vor euch zu flüchten und ihr wollt immer hinterher, aber das ist nicht... Ja, man muss auch sagen, dass manchmal Distanz auch ein Fluchtmodus ist. Ja. Gerade es gibt ja verschiedene Ursachen, die hatten wir ja am Anfang schon besprochen. Und es ist aber auch zum Beispiel ganz wichtig, dass ihr einfach das Ganze für euch nimmt. Das heißt halt, sich jetzt nicht meldet, dann ist das ja auch ein echt mieses Verhalten, weil es ist ja, man ist wütend, man ist verletzt, man ist unsicher. Und traurig. Und traurig und dann gibt man diesem Verhalten so eine Wahnsinnsaufmerksamkeit. Das ist ja total, eigentlich ist das total blöd, weil wenn er jetzt irgendwie etwas macht, was richtig gut ist, zum Beispiel überrascht euch mit dem Essen
oder irgendwas anderes. Das könnt ihr belohnen. Da könnt ihr wirklich auch sagen, so, oh, fein, hast du das gemacht? Ja, fein, so wie ich das mit meinem Hund mache. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass, es gibt einen ganz tollen Film mit Doris Day, wie erziehe ich meinen Mann. Und dann hat sie so ein Hundebuch, Ratgeber irgendwie. Und das ist ganz lustig. Könnt ihr euch mal angucken. Kauft euch lieber den Hunderatgeber aus den 50ern, als den heute Ratgeber für, wie gewinne ich ihn zurück, wie analysiere ich sein Verhalten. Ja, aber ich war kein Hunderatgeber. Ich meine, das funktioniert nicht. Nein, aber das ist letztendlich das mit dem Belohnen. Es ist schon, Menschen lieben Anerkennung und dass sie nicht als selbstverständlich gesehen werden. Manchmal möchte man ja auch einfach gerne wissen, woran man ist. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Da hat man viele Fragen und er hat ja die Antwort. Allerdings vielleicht auch nicht gerade in der Zeit. Und unter Umständen kann es auch sein, dass du die Antwort gar nicht bekommen wirst. Also wenn sich dein Herzensmann, Herzensfrau jetzt distanziert hat, sich nicht mehr meldet und der Kontakt abebbt und du möchtest gerne wissen, was der Grund ist. Der Grund wird dann natürlich vermutlich sein, wenn er sich nicht mehr meldet, dass er kein Interesse hat. Aber es wäre natürlich schöner für einen, wenn man das wüsste. Aber vielen fällt es auch wirklich schwer, demjenigen zu sagen, du, mein Interesse ist leider weg, ich empfinde nichts und wir sollten die Sache beenden. Das ist für viele halt ein großer Schritt und wenn man das gesagt bekommt, tut es ja auch wahnsinnig weh. Ich meine, du bist zwar jetzt sicher, aber es tut dir wahnsinnig weh und du fragst dich, wieso, weshalb, warum, wie kann das denn sein? Und für ihn ist es aber auch, oder für sie, die Person, die sich distanziert, ist es auch schwierig, weil es ist ja echt eine Überwindung, einem anderen Menschen bewusst zu sagen, du, ich habe kein Interesse mehr, weil du weißt ja, dass du die Person verletzt. Weil es ist ja nun mal so. Es tut ja weh und da möchtest du vielleicht diese Situation aus dem Weg gehen und dann versuchst du das auszuschleichen, indem du den Kontakt langsam abebben lässt. Ist natürlich nicht schön, aber die Frage ist, was ist besser? Naja, es ist ja halt einfach, dass die Person, die den Ausschleichversuch macht, denkt, es schützt einen, aber man selbst ist ja jetzt nicht so, dass man keine Gedanken mehr darum hat, sondern je mehr Gedanken man sich halt darum macht, desto mehr tut es einfach auch weh. Und wenn dann die Person wirklich so einen Ausschleichversuch startet, dann ist es wirklich am besten, dass ihr schon anfangt von vornherein so loszulassen, euch mehr auf euch fokussiert, dann ist es zum Beispiel auch total wichtig, ihr habt ja jetzt auch mehr Freiraum wieder für euch, da könnt ihr euch wirklich mal Gedanken machen, ob ihr euch in diese Person verliebt habt oder mehr in eure Vorstellung von der Person. Weil das ist nämlich zum Beispiel, das ist mir öfters passiert, ja, also meiner Vorstellung und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Disney? Ja? Disney-Seuche, ja, ich weiß, aber letztendlich, meine Vorstellung, er war so ein toller Mann, ja. Er war ein Traummann, wie man immer so schön sagt, in meiner Vorstellung. Aber die Realität sah ganz anders aus. Er hat mir teilweise diesen tollen Mann vorgespielt, das war er gar nicht. Und nach bröckelte natürlich diese Fassade und ich stellte fest, dass ich immer mehr mich in diese Vorstellung von ihm verliebt habe, aber nicht in die reale Person. Und das ist nämlich auch, das passiert wirklich sehr, sehr oft, dass man sich mehr so durch Sehnsüchte und Wünsche, dass man ganz andere Dinge hineininterpretiert in eine Person, aber diese Person erfüllt diese ganzen Sachen gar nicht. Und gerade wenn sich jemand distanziert und jemanden so emotional am langen Arm verhungern lässt, ist das eigentlich kein Zeichen für einen ganz tollen Mann, muss man dazu sagen. Je nachdem, wie lange jetzt natürlich auch diese Abwesenheit stattfindet. Nicht zu diesem Liebeszombie, dieses Walking Dead, ich brauche ihn, ich will ihn, er muss sich melden, ich muss mich melden. Da ist man gerade so ein bisschen unzurechnungsfähig und im Nachhinein bereut man das. Ne? Also man kennt sich ja auch zum Beispiel SMS von gestern Nacht, wenn man betrunken ist, oh mein Gott, was ich für Nachrichten geschrieben habe. Am nächsten Tag habe ich es immer bitter, bitter, bitter bereut. Mittlerweile habe ich das absolut im Griff. Also ich muss sagen, nee, mache ich nicht, weil ich mache das Ganze für mich. Ich mache das nicht, um ihm zu gefallen, sondern ich mache das für mich, um mich zu schützen vor dieser Blamage. Ja? Und einfach auch, dass er es vielleicht auch gar nicht so wirklich wert ist, jetzt gerade so viel gedanklich in ihn zu investieren, wenn er, wie gesagt, mich hier gerade auf Hungerkurs stellt. Niemand ist es so viel wert, dass ihr die ganze Zeit eure Gedanken nur um ihn kreisen, wenn er sich gar nicht um euch schert, gedanklich, wie auch immer, und vielleicht gar kein echtes Interesse hat. Ja, vor allen Dingen ist es ja auch ganz selten eine Taktik, von wegen, dass ihr euch melden sollt. Das ist wirklich, also ich glaube, von einer Million Fälle ist es einer.
Ja, der mega verunsichert ist. Also das ist definitiv keine Taktik. Und dann gibt es ja auch immer, you wanna play a game, sage ich immer, diese Spiele spielen. Und da haben wir nämlich vom Ratgeber, habe ich hier mal was zusammengefasst. In diesem Fall kriegt ihr jetzt hier die volle Dröhnung. Er meldet sich nicht. Sie melden sich auch nicht. Er meldet sich. Sie antworten nicht. Erst eine Woche später. Völlig unbefangen. Na, ist klar. Er fragt, ob sie Zeit haben. Sie haben keine Zeit. Er meldet sich wieder. Sie melden sich nicht sofort wieder. Erst nach einer Woche. Er fragt, ob sie Zeit haben. Sie melden sich nicht sofort, sondern schreiben ein paar Tage später, dass es ihnen passen könnte. Er meldet sich. Sie melden sich nicht sofort. Also ich muss sagen, bei so einem Konzept sehe ich mich schon gedanklich im Kalender die Kreuze anstreichen, wann ich mich melden darf, wann nicht. Und genau hier ist es halt wieder, dass unser Gehirn absolut involviert ist. Ja, das ist absolute Manipulation, was in den Ratgebern natürlich stattfindet. Natürlich funktioniert es auch. Es ist ja nicht so, dass es nicht funktioniert, aber es ist ja nicht der optimale Weg. Ihr wollt ja in eine glückliche, gesunde Partnerschaft gehen und nicht die ganze Zeit in so einem Ratgeber-Gedankenmodus verharren. Vor allen Dingen bei diesem Ratgeber, aus dem ich das habe, geht es letztendlich nur darum, um ihm zu gefallen. Und darum geht es nicht. Es ist ganz wichtig, dass ihr euch gefällt, ja? Und deswegen bleibt mehr bei euch selbst, dass ihr das für euch tut. Dass ein schlechtes Verhalten wird nicht belohnt. Ihr nutzt den Freiraum für euch, um sich euch Gedanken zu machen. Und ja. Vor allem ist es ja auch ganz wichtig, dass man bei einer Kennenlernphase sich ein gutes Gefühl gibt und dass das Ganze nicht in einem Spiel über Macht und Kontrolle über einen ausatmen sollte. Eine Partnerschaft bedeutet ja, wenn ihr jemanden kennenlernt und ihr möchtet eine Partnerschaft aufbauen auf lange Sicht oder in einer schönen Vorstellung ein Leben lang, ist es ja so, man möchte sich daten, man hat eine schöne Zeit, man lernt sich wirklich kennen, man möchte ja auch so sein, wie man ist und der andere soll ja genau diese Eigenschaften an dir lieben und schätzen lernen. Und da ist es ja total schade, wenn man sich da total verstellen müsste und aufgrund von irgendwelchen Ratgebern dann auf einmal sich in der Manipulationsebene bewegen müsste. Dass es alles über Kontrolle läuft, das ist ja nicht Sinn der Sache. Damit werdet ihr nicht glücklich auf lange Sicht. Genau, deswegen ist es ganz wichtig bei einer Kennenlernphase, wenn einfach und nicht kompliziert, dass man sich erstmal kein gedankliches Korsett schnürt, wie das darf ich nicht. Je mehr ihr euch so ein Korsett schnürt, um ihm zu gefallen, desto mehr verheddert ihr euch einfach da drin. Das ist wie so ein Spinnennetz. Am Ende seid ihr die Fliege, die sich total verstrickt hat. Dann kommt die Spinne und das war dann auch das Ende der Geschichte. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, sei du selbst. Und wenn derjenige dich so nicht will, wie du bist, dann ist er auch nicht der Richtige. Genau. Immer zu sich selber stehen. Das ist total wichtig. Das habe ich auch zu anderen Freunden oder auch Freundinnen gesagt, die sich oft dann gefragt haben, vielleicht bin ich ja nicht gut genug, vielleicht müsste ich mich ein bisschen verändern, damit er mich besser findet. Das ist Blödsinn. Ihr müsst niemandem gefallen, sondern ihr sollt so sein, wie ihr seid und die Menschen oder der richtige Partner, der wird euch schon schätzen und lieben lernen, wenn er euch kennenlernt, so wie ihr seid. Genau, und dann auch bleibt ihr selbst treu. Ja. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Also lasst dich nicht durch sein schlechtes Verhalten verändern. Also wenn er jetzt, wie gesagt, sich distanziert und du dann mit diesen Manipulationstechniken ankommst, bist das wirklich du? Bist du das wirklich? Ist das deine Art und Weise, so mit Krisensituationen umzugehen? Ich glaube eher nicht. Was ist sonst normalerweise deine Art und Weise? Du bist sicherlich nicht die hysterische Person, die dann komplett durchdreht. Das bist du auch nicht. Deswegen finde da einfach für dich einen Weg, damit umzugehen, aber dass du letztendlich dich in deiner Persönlichkeit nicht so stark veränderst. Ich sag dir auch immer Gollumine, ne? Wir kennen alle Gollum aus Herr der Ringe. Mein Schatz! Ich muss ihn mir wiederholen, mein Schatz! Und genauso ist es mit Gollumine. Gib Gollumine keine Chance. Gib sie ihr wirklich nicht. Bleib du selbst. Wenn du dir unsicher bist, rate ich immer den Leuten, und das mache ich auch selber, in meinem Tagebuch mir wirklich zu notieren, meine Pro- und Kontra-Sachen, was ich mir wirklich wünsche, was so meine Träume sind von einem Partner und
was ich in jemanden hinein projiziere oder wie er wirklich ist und was so meine Intention für die Zukunft ist. Was möchte ich denn für einen Partner? Wie möchte ich durchs Leben mit ihm gehen? Dass ihr euch einfach mal aufschreibt, was euch denn so bewegt. Und dann könnt ihr damit auch gut abgleichen, weil ihr habt das einmal niedergeschrieben. Es ist etwas anderes, als wenn ihr das nur im Kopf habt und nicht einmal auf dem Blatt Papier gebracht habt. Ja, eure Bedürfnisse für euch schon mal klar formulieren, was ihr letztendlich erwartet und auch haben möchtet. Ja, aber ganz wichtig ist auch, bau ihn in dein Leben mit ein, aber baue nicht dein Leben auf ihn auf. Ja, also wenn jemand Neues in dein Leben schneit, dann bau ihn mit ein. Treff dich trotzdem mit Freunden. Wenn deine Freundin fragt, wollen wir ins Kino gehen, dann sagst du, ja, weil da habe ich noch nichts vor, wir können gerne ins Kino gehen. Und nicht von wegen, nee, weil er könnte sich ja melden, eventuell könnte ich ja was mit ihm machen, eventuell hätte, Fahrradkette. Deswegen, da ist es halt wirklich ganz wichtig, das mache ich zum Beispiel auch. Wenn meine Freundin mich fragt und ich habe Zeit, dann sage ich, ja klar, können wir gerne machen und dann machen wir das. Und ja, wenn er dann sagt an dem Tag, oh, ich hätte ja gerne was mit dir gemacht, dann sagt er, okay, dann machen wir einfach einen anderen Tag, weil keiner wird deswegen dir irgendwie einen Strick oder so drehen, wenn du sagst, dass du keine Zeit hast. Wenn du keine Zeit hast, hast du keine Zeit. Das ist ein Unterschied zu, ich habe keine Zeit, ich spiele es dir nur vor. Ja. Das ist nämlich ein riesengroßer Unterschied. Und dieses Manipulation-Ding mit keine Zeit haben und sich erst später melden, wenn das in deinem Leben so ist, dass du keine Zeit hast und so, ist es etwas völlig anderes, als wenn du es ihm vorspielst. Ja, also vorspielen, das fliegt dir früher oder später eh um die Ohren. Das ist einfach ja, so. Dann achte auf dich, ob dir sein Verhalten gut tut oder nicht, inwieweit es dich vielleicht auch negativ verändert. Und ganz wichtig, respektiert er dich und deine Zeit, ne? Also gerade wenn jemand dann sich distanziert oder auch Dates verschiebt, dann respektiert er nicht deine Zeit, muss man auch ganz klar sagen. Und dann sollte man sich selbst auch mal fragen, will ich so einen Mann, der so ist? Und dann nicht wieder von wegen, wenn er anders wäre, ja, aber ist er ja nicht. Er ist ja nicht anders, er ist ja so, wie er ist. Ja, wir Frauen neigen dazu, ja immer zu sagen, ja, vielleicht. Wir interpretieren ja gerne immer viel zu viel hinein, weil wir unsere Wunschvorstellung auch in denjenigen hineinprojizieren. Genau, weil zum Beispiel ist es ja auch immer so, dass man gerade jemanden dann so haben möchte, aber er ist einfach nicht so. Und ich sag dann immer, du musst mit dem Material arbeiten, welches du zur Verfügung hast. Ja, und viele wollen ja auch immer gerne denjenigen, den sie kennengelernt haben oder der frische Partner ist, dann verändern. Aber Veränderung beginnt in dir und nicht bei dem anderen. So, dann haben wir noch die emotionale Unabhängigkeit. Darüber wird es dann nochmal ein komplett anderes Video geben, wie man sich diese emotionale Unabhängigkeit auch bewahrt während einer Kennenlernphase. Denn der erste Gedanke dahinter ist einfach, man braucht diese Person nicht, um glücklich zu sein. Ja, weil das kann man nämlich auch ganz gut alleine. Auch ganz, ganz wichtig. Ja, das verstehen viele wahrscheinlich nicht. Ich kenne sehr, sehr viele, die machen das Glück abhängig vom Partner oder von einer Partnerschaft. Und das ist aber wirklich ein falscher Anfangspunkt. Ein falscher Gesichtspunkt. Ansatz. Ansatzpunkt? Ein falscher Ansatz. Ein falscher Ansatz. Genau. Und, warte mal, falls. Achso, ja. Und wenn sich jetzt jemand wirklich gar nicht mehr meldet, ja, dann fragt euch nicht, oh, warum hat er sich nicht mehr gemeldet, oh, es hätte alles so schön sein können, sondern sagt euch, wer weiß, wozu es gut war. Weil ganz häufig ist es auch einfach so, manche Menschen lernt man erst mit der Zeit kennen und bei manchen denkt man sich, ach, hätte ich die doch bloß nie kennengelernt. Und wenn dann am Anfang jemand schon so versucht, so einen Ausschleichversuch zu starten, dann lass ihn diesen Ausschleichversuch zu starten. Und wer weiß, wozu es gut war. Wer weiß, was euch alles erspart geblieben ist. Nichtsdestotrotz, ja, gibt es halt verschiedene Ursachen und Gründe dafür, wenn sich jemand distanziert. Letztendlich ist das Verhalten normal. Und wenn jemand wirklich Interesse hat, wird er in den nächsten 1-2 Wochen sich wieder melden und sagen, hier bin ich. Das war es eigentlich auch so von unserer Seite. Ja, das war's heute. Ja. Also wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen oder Anregungen, dann schreibt es hier unten in die Kommentare. Ja, dann würde ich sagen, wir sagen Tschüss!